Scheiße. Oh, Wein für Matze gemacht. Schön. Das ist schön, du bist ja mein Mann. Ja. Ich muss die angucken und fragen, ob die Taschenrechner benutzen darf. Das wäre nicht schlecht, oder? Du stellst dich hinter mir und hörst das mir. Achso. Jetzt kennst du die Kacke auswendig. Sobald du hier sitzt, weißt du, dann. Oh, das Mikro, du musst leiser sprechen.
Check-in 2 zu 2-2. 17er für Steppi. Alles in Reihe. Noch zum Break, 4-2 und Guti wirft an. Ein Punkt schon sicher, Steppi kann mit 2 Lecks noch das Unentschieden holen. Starten hier richtig gut rein. Die ersten beiden Aufnahmen, jeweils 2 Triple. Ja, steht fest. Manuel Gutjahr pusht seinen Average nochmal hoch. 81,2. Gewinnt 5-2 gegen Stefan Glader. Game on, das Spiel startet. Matthias Reinbode gegen Tim Reinhold. Red Arrows Elsdorf gegen Magdeburger Bulls. Matze gegen Chief. Ja, 140.
Practice Darts. Auf Board 4. Ne, auf Board 3. Spielt dann Stefan Schark. Ne, Stephen Mehl gegen Stefan Schark. Der Matze die 96 nicht checkt, checkt Tim. 3-1. Chief verpasst hier die 148 auf Mensur. Kommt noch mal dran, verbaut sich ein bisschen und Matze checkt zum 4-1, ein Punkt sicher. Unentschieden ist noch drin für den Chief. Aktuell sind sie 5 Punkte im Unterricht, 5 Punkte im Average auseinander. Die Messe noch nicht gelesen. Tim stellt sich schon herrest. Matze scored. Auch gut nach 12 auf 138. Geht. Bleibt oben, 60 Rest. Jetzt. Achtung. Nein.
Matze steht tops. 115. Ja, 60 weg. Zum 4:2. Matze beginnt. Tim ist pissed. Zum Match in zwei mit zwei Downs for the ball. Nope. 25 left. Tim für 75 auf die 18 für Tops. Game Shot. Sehr gut. 3-4 und wirft an, um noch einen Punkt zu sichern nach 4-1 Rückstand. Triple dabei. Stefan Griesecheck gegen Simon Heinz 3-2. Keith steht bei 170 nach 9 Darts. Führt aktuell 3-2 gegen The Woody. Während Matze hier die nächste Tonne 40 reinknallt. Aber auch Tim korrigiert hier super den ersten Dart. Sind die Siding Leg hier zwischen Matze und Tim. Ist noch ein Punkt drin. 130 Rest. Steht zuerst im Checkbereich. Matze ist Nachleger, deswegen schauen wir mal. 116. Lucky. Der erste sitzt bei Matze. Stellt sich auf 36. Verpasst. Tim darf nochmal die 5 löschen. Für einen Punkt. Punkt gewesen. Aber Matze hat noch nicht gecheckt. War hier eine einstellige Baustelle. Ist der drunter oder ist der drin? Der ist drunter. Mahlzeit, Schulle. Ging es noch eine Weile bei euch gestern? Game Shot and the Match für 2 Punkte. So, da sind wir wieder zurück mit dem Spiel Matthias Reinbode gegen Simon Trumpf. Wir haben ein wunderschönes Bild von ihm bekommen. Vom DC Erzgebirge, Simon Trommler, das Trommelfeuer. Letzte Saison 7. geworden am Finaltag. In der Gruppenphase oder in der Vorrunden-Liga-Phase war ein bisschen stärker. Am Ende hat es am Finaltag nur für den 7. Platz gereicht. Spielt Darts seit 2016 aus Schneeberg. Und Matze Reinbode haben wir eben schon gesehen.
von den Red Arrows als Elsdorf. Spielt 23 Gramm Target Vapor 8. Und hat im letzten Jahr, in der letzten Saison, nicht im letzten Jahr, es war im Mai dieses Jahres die Spielerliga gewonnen. Hat sich damit qualifiziert für die Premium-Liga. Checkt am liebsten das Shanghai-Finish auf der 20, Triple 20, 27, Doppel 20. Spielt da schon seit 1998. Das ist quasi schon 300 Jahre her. Und sagt, Doppel 1 ist auch nur ein Doppel. Hier ist ihr Herzblatt. Mal geschaut, Simon Trommler heute schon 380er geworfen. Aber ist heute nicht zufrieden mit seinem Spiel. Schauen wir mal, ob er sich noch ein bisschen fangen kann. Und kaum habe ich 180 gesagt, haut Matze gleich mal eine rein. Und steht hier auf dem Neuner. Seinen ersten Dart, an dem er sich orientieren kann. Fast die nächste 180 hier. So langsam kommt Simon auch rein. Das Trommelfeuer beginnt langsam. Zur Info nebenbei. Peter Wright verpasst gerade Doppel 10 zum Match gegen Chris Dobie, aktuell 9-8. Chris Dobie auf 104 Rest. Mit einem 14 Dollar. Oh, der fällt raus. Unlucky Darts.
So sind es noch 120, fast. Peter Wright gewinnt gegen Chris Dobie. Nächste 180 vom Matze. Das ist 3-1. Eine solide 81. Während an Boot 2 Max Arsenjevic die nächste 180 wirft. 100. What's in there? 177. Schon zum 15er. 4-1, ein Punkt sicher. Vielleicht kann sich Simon noch einen Punkt erkämpfen. Irgendwas hat er ja gerade ins Mikrofon gesagt, das konnte ich aber nicht hören. Stellt er sich den Big Fish nach 9? Kissi gewinnt 5-3 gegen Stefan. Max gewinnt 5-2 gegen Old Shatterhand Stephen Beale. Den sehen wir jetzt im Anschluss gegen Stefan Kriese. Simon stellt sich Tops. 15. Thank you.
4-2. 16er. Vielleicht kann er sich daran hochziehen. Fast die 180 wieder. Schöne Aufnahme. Das ist 4-3. 20. Und ein Punkt für Simon. Wenn ich ihn jetzt im Interview frage, ob er dachte, dass er sich noch einen holt, glaube ich das nicht. Aber so ist es. Wie gesagt, im Average beide angenähert, 77 und 75. 4-4, Punkteteilung.